Da begrüße ich Dr. Peter Zink, seines Zeichens BU-Leiter der Urban Innovation, der uns heute zu dem Thema urbane Datenplattform und dem digitalen Zwilling für Kommunen ein Update geben wird. Peter? Ja, vielen Dank, Tom. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einführung. Ja, mein Name ist Peter Zink. Ich leite hier die Business Unit Urban Innovation. Aus der Business Unit haben Sie heute schon die Frau Franzen Pausenbach gehört und auch die Frau Jasmin Babar. Und ich selber habe jetzt die Gelegenheit, Ihnen etwas über das Thema digitaler Zwilling zu erzählen und zwei wesentliche Bestandteile. Ein digitaler Zwilling dient ja eigentlich immer dazu, dass man entweder eine Infrastruktur oder eine Thematik quasi aus der Realität digital abbildet und quasi diese Möglichkeit dann für Planungen, für Visualisierungen nutzt. Und wesentlicher Teil dafür ist natürlich, dass man eine urbane Datenplattform hat, um erstmal alle Daten vorzuhalten, die man für diesen digitalen Zwilling braucht. Und dass man dann eben auch Visualisierungslösungen hat, wie beispielsweise einen Dashboard. Ich sage natürlich hier überhaupt nichts Neues damit, wenn ich sage, dass Sie als Kommune vor extrem vielen Herausforderungen stehen. Ich habe hier nur ein paar Beispiele mitgebracht, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Klimawandel, Mobilitätswende, Wärmewende, Energiewende. Und das sind jetzt so gesagt nur die ökologischen Themen, wobei die schon herausfordernd genug sind. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Anwendungsbereiche in Ihrem kommunalen Alltag, wurde vorhin jetzt auch in dem Vortrag von Dirk ja auch schon klar. Und die Frage ist natürlich, wie wird man all dem gerecht? Und da ist es uns als IT-Dienstleister natürlich wichtig, dass wir Ihnen IT-Werkzeuge an die Hand geben, wo Sie dann trotz Fachkräftemangel und auch trotz Kostendruck diesen Herausforderungen gerecht werden können. Und wir möchten Ihnen da helfen, sich bedarfsgerecht aufzustellen. Und bedarfsgerecht haben wir jetzt mal runtergebrochen in einerseits smart, sich smart aufzustellen. Das heißt, dass man eben durch Analyse aller notwendigen Informationen die richtigen Entscheidungen treffen kann. Sich auch automatisiert aufzustellen, dass man quasi Prozesse oder auch Themen wie Datenaustausch eben automatisiert und damit eben sehr effizient und sehr schnell realisieren kann. Wir möchten sie auch dynamisch aufstellen, weil eine Datenlage sich natürlich sehr schnell ändern kann. Deswegen ist es wichtig, dass man eben im Grunde genommen auch stets aktuelle Informationen angebunden hat. Vernetzung ist im Grunde genommen die Grundvoraussetzung. Man will ja im Grunde genommen Datensilos aufbrechen und alle möglichen Datenbestände miteinander verbinden, um quasi diese Informationsflüsse breit nutzen zu können. Und letztendlich soll das alles natürlich zu einer effizienten Aufstellung führen, um Ihnen zu ermöglichen, dass Sie quasi automatisiert arbeiten können, was Ihre Effizienz erhöht. Und auch um zu verhindern, dass Sachen mehrfach angepackt werden, dass es eben keine Parallelaktivitäten gibt, wo Dinge mehrmals getan werden, was natürlich auch ein Effizienzverlust ist. Ich habe das Thema Datensilos schon angesprochen. Ich denke, allein schon als Ergebnis einer Organisationsstruktur gibt es natürlich leider in jeder Kommune oder wenn man ehrlich ist, auch in jedem Unternehmen gibt es Datensilos. Und solche Datensilos haben sich jetzt natürlich über Jahrzehnte aufgebaut. Und wenn man nicht aufpasst, dann passiert einem das auch jetzt, wenn man beispielsweise einen bestimmten Use Case, also einen bestimmten Anwendungsbereich angeht und denkt dabei in seiner Datenstrategie jetzt nur an den einen Fall, dann hat man leicht das nächste Datensilo geschaffen. Das führt dann dazu, dass man das Datenpotenzial, das man eigentlich hat und das ja eigentlich aus der Summe der Daten besteht, dass man das für ein faktenbasiertes Arbeiten nicht ausreichend nutzt. Und das wiederum führt dann zu ungenutzten Kostenvorteile, weil man eigentlich Synergien hätte, diese aber eben nicht nutzt, weil man quasi in getrennten Datensilos agiert. Und hier kommt jetzt eben diese Thematik urbane Datenplattform ins Spiel, die wir als ein Basisinfrastrukturelement einer Kommune sehen. Denn sie hilft, Datensilos aufzubrechen, dann die Daten, die man eben aus verschiedenen Bereichen quasi integriert hat, auch so zu standardisieren und um sie dann eben quasi vielfältig in verschiedenen Anwendungen nutzbar zu machen.
In dem folgenden Bild ist mal schematisch so eine Architektur einer Datenplattform vereinfacht dargestellt, wenn man von unten anfängt. Es gibt natürlich unterschiedliche Datenquellen, IoT, also Internet of Things. Das sind eben Sensordaten, die man misst, die man dann aus von Plattformen quasi in die hier blau dargestellte Datenplattform integrieren kann, wobei die Integration wie in allen Fällen eben über Konnektoren und Schnittstellen erfolgt. Es kann öffentliche Daten sein, die man beispielsweise im Web findet. Es können bei Ihnen kommunale Daten sein aus den Fachverfahren. Es können GIS-Daten sein aus Ihrer Geoinformationsabteilung oder auch noch andere Datenquellen. Und die Datenplattform, die kümmert sich jetzt um die Verwaltung, also das Brokerage der ganzen Daten. Die Zugriffssteuerung ist sehr wichtig. Wer hat das Recht, welche Daten zu sehen und auch in welcher Granularität? Dann die Bewertung von Datenqualität, teilweise auch eine Filterung, eine Datentransformation in andere Formate, die Verwendung von Datenstandards, wo beispielsweise im Smart City Bereich der Fiverr-Standard ein Beispiel ist, aber da gibt es eben noch andere. Und eben auch um die Versionierung, dass man eben auch die Datenhistorie richtig abbildet. Und diese Daten können dann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Also einerseits in Dashboards, um sie zu visualisieren, wo ich gleich noch drauf eingehen werde. Sie können in Apps visualisiert werden. Sie haben gerade eben den Vortrag von Nils Gerken gehört, wo eben dann auch Daten beispielsweise in Apps ausgespielt werden. Sie können zu verschiedenen digitalen Zwillingen führen und deswegen verschiedene, weil es gibt beispielsweise Fachzwillinge. Ja, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Wärmeplanung machen, haben das in Ihrer Datenbasis abgebildet, dann können Sie beispielsweise einen digitalen Zwilling des Wärmenetzes ableiten. Aber genauso kann es eben für andere Fachthemen andere digitale Fachzwillinge geben. Oder aber Sie nutzen die Daten in anderen Services, wo dann die Daten entweder direkt übertragen werden und visualisiert werden oder dann eben auch noch verarbeitet werden. So eine Datenplattform, die ist also eine Information, die bildet Ihnen eine Informations- und eine Wissensinfrastruktur. Und wichtig ist, dass so eine urbane Datenplattform eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Diensten ist, die dann eben richtig ausgewählt sind, richtig kombiniert und richtig vernetzt sind und die Ihnen dann unheimlich viele Integrationsmöglichkeiten gibt und Ihnen in der Arbeit eben auch relativ viele Hürden aus dem Weg räumen soll. Und dabei ist es auch wichtig, dass diese Dienste nach Möglichkeit Open-Source-Dienste sind, sodass es eben auch die Möglichkeit gibt, quasi dann verschiedene Angebote im Open-Source-Bereich eben zu nutzen. Ich gehe gleich hier auf die Details ein, aber Stichworte wie ein Masterportal, wie Zikan, das sind natürlich dann auch Open-Source-Elemente. Im Folgenden werde ich noch auf ein paar weitere eingehen, die eben dann auch in so eine urbane Datenplattform integriert sind. Was liefert Ihnen so eine urbane Datenplattform? Sie liefert Ihnen die Verfügbarkeit der Daten gemäß Berechtigungen. Das heißt, Sie können steuern, Sie können Daten zugänglich machen für denjenigen, der quasi eine Berechtigung hat, auf diese Daten mit den Daten zu arbeiten. Sie können Daten sehr gut aktuell halten, indem Sie eben eine kontinuierliche Quellenanbindung haben und auf die Weise beispielsweise auch Echtzeitdaten einlesen können. Sie haben eine standardisierte Ablage der Daten, was eben dann feste Datenformate vorgibt. Sie haben eine sehr gute Übersicht über die Daten, über Kataloge, wie zum Beispiel mit der Zikan-Funktionalität. Sie können Rapid Prototyping machen, indem Sie quasi dann mit Plattformen an den Daten arbeiten und auf die Weise relativ schnell eben auch Prozessflüsse darstellen können, werde ich auch noch drauf eingehen. Sie können das auch in Co-Creation tun, das heißt, wo mehrere Leute oder auch mehrere Parteien gemeinsam an den Daten arbeiten, indem sie dann eben über die Zugriffsoptionen das so steuern, dass man gemeinsam arbeiten kann. Und es ist auch eine GIS-Darstellung sehr gut möglich, wo dann eben auch hierfür Open-Source-Lösungen integriert sind, wie beispielsweise das Masterportal. Ich möchte Ihnen jetzt gern mal beispielhaft den Prozess zeigen, wie man Daten einbinden kann in so eine urbane Datenplattform bis hin zur Visualisierung dieser Daten. Und deswegen ist hier das Ganze mal schematisch dargestellt.
wir gehen hier dann von links nach rechts. Der erste Schritt ist natürlich, dass ich Datenquellen identifiziere. Das sind beispielsweise eine IoT-Plattform, wo ich jetzt irgendwelche Echtzeit-Sensordaten habe. Das können aber auch Daten von Datenbanken sein, von Servern in einem CSV-Format oder in anderen Formaten. Das ist, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Der erste Schritt ist dann, dass ich diese Daten, die ich identifiziert habe, dann eben mit Konnektoren anbinde. Und hier wird beispielsweise der Flow Editor Node-RED nutzbar, der auch Open Source ist. Und da kann ich eben die Datenquellen erstmal, die ich ausgewählt habe, kann ich ansprechen und kann die dann quasi in einem Flow in das UTB-Datenmodell quasi hineinmappen und kann sie dann quasi an den Context Broker absenden. Der Context Broker ist hier jeweils blau dargestellt und der Context Broker, der hat dann eben immer die Rolle, diese Daten, die er bekommt, eben dann strukturiert abzuspeichern. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist der Vernetzer. Der ist jetzt hier in gelb dargestellt für das Verschneiden von Daten. Ich werde danach auch noch mal ein Beispiel zeigen, aber Sie können sich vorstellen, dass es natürlich jetzt bezüglich eines Infrastrukturelementes zum Beispiel unterschiedliche Datensätze geben kann. Datensätze, die vielleicht die Struktur beschreiben, Sensordaten, die für die Struktur etwas messen. Und diese Daten kann ich dann miteinander in Verbindung setzen, indem ich entweder über eine ID oder beispielsweise über die Geodaten quasi eindeutig identifiziere, was das Objekt ist und dann quasi alles, was zu dieser ID gehört, dann miteinander vernetze und dann eben diese vernetzten Daten in das Datenmodell mappe. Und daran schließt sich dann auch wieder der Schritt an, dass ich das eben an den Context Broker, also wieder das blaue Symbol, sende, um eben dann eben auch diese vernetzten Daten in der Datenplattform abzuspeichern. Und schließlich komme ich zur Visualisierung. Das ist ja auch ein wichtiges Element. Und auch hier gibt es verschiedene Tools, die man nutzen kann. Auch das sind alles Open Source Tools. Apache Superset, Grafana, das sind zwei Dashboard-Tools, die Open Source sind. Masterportal ist ja ein GIS-Tool, wo man eben auch visualisieren kann. Und es geht darum, dass man beispielsweise bei Apache Superset eben erstmal ein Datenset erstellt, indem ich eben quasi die Daten abfrage und indem ich dann eben mir einen Chart auswähle. Es gibt da sehr viel auch schon vorgefertigte Widgets, die man eben dafür auch nutzen kann, um dann eben genau die ausgewählten Daten in der gewünschten Form zu visualisieren. Bei Grafana ist es ähnlich. Bei Masterportal arbeitet man dann mit Layern, indem man eben die Daten dann quasi in Layern übereinander legen kann und entsprechend visualisieren kann. Ich habe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht, um Ihnen auch spezifisch auch mal das Thema der Vernetzung näher zu führen. Ich nehme hier mal das Beispiel von E-Ladesäulen, deren Verfügbarkeit man beispielsweise visualisieren möchte. Dann kann ich eben für dieses Element E-Ladesäule, was ja ein wichtiger Teil Ihrer Smart City-Infrastruktur ist, kann ich eben unterschiedliche Datenquellen haben. Also ich kann beispielsweise CSV-Dateien haben, wo in Listen alle Ladestation-Infos vorhanden sind, beispielsweise die Orte in den Geodaten, aber dann eben auch beispielsweise die Leistungsdaten, die Anbieter und so weiter. Ich kann aber auch in diesen E-Ladesäulen kann ich auch Sensorik haben, die mir dann Echtzeitdaten über IoT Echtzeitdaten liefert. Das ist beispielsweise, ist jetzt die Ladesäule frei, ist sie belegt, hat sie irgendeinen Fehler beispielsweise, weil sie im Moment nicht funktioniert. Und das sind Daten, die ich quasi auch bekomme. Beide Daten würde ich dann über Konnektoren, so wie ich es vorhin beschrieben habe, im Grunde genommen in die urbane Datenplattform einbinden und würde die dann in dem Context Broker abspeichern. Und jetzt kommt eben der Schritt, wo wir jetzt quasi in dem gelben Teil,
gehen wir von dem Kontextbroker zu dem Vernetzer, der eben gelb dargestellt ist. Und da wähle ich dann beispielsweise die ID oder die genaue Geolokation der Ladesäule als quasi identifizierenden Namen und kann dann quasi alle Daten, die zu dieser Ladesäule gehören, miteinander vernetzen und die dann wieder über den Kontextbroker in der urbanen Datenplattform abspeichern. Und diese vernetzten Daten kann ich dann beispielsweise über Apache Superset eben darstellen, wobei ich bei der Darstellung dann verschiedene Möglichkeiten habe. Ich kann das kartenbasiert darstellen, ich kann das listenbasiert darstellen. Und hier in der Folie sehen Sie beispielsweise mal dann einfach ein Beispiel. Das kann man natürlich unterschiedlich gestalten. Hier haben wir mal beispielsweise für das Beispiel der Stadt Aachen. Das sind jetzt quasi dann E-Ladesäulen erstmal in der Karte dargestellt. Und zusätzlich gibt es eben dann auch noch eine Listendarstellung. Und innerhalb dieser Listendarstellung kann man dann eben Eigenschaften gut visualisieren, wie beispielsweise Belegungszustand, was ist frei, was ist besetzt, um quasi dann auch einer Bürgerin oder einem Bürger die Möglichkeit zu geben, eben dann quasi die richtige Ladesäule gezielt anzufahren. Das eben ein Beispiel hierzu. Was jetzt diese Dashboard-Lösungen betrifft, so ist es so, dass Lösungen, da gibt es eine Möglichkeit, wie man sehr flexibel jetzt beispielsweise zwischen Ihnen als Kommune und uns als Regio-IT kooperieren kann. Das hängt sehr stark davon ab, welche eigenen Ressourcen Sie haben und auch welche eigenen Kompetenzen Sie haben. Sie haben natürlich die Möglichkeit, dann diese Tools wie jetzt beispielsweise Grafana oder Apache Superset dann im Rahmen so einer urbanen Datenplattform selbst zu nutzen und dann selber im Grunde genommen Dashboards zu konfigurieren auf Basis vorgefertigter Widgets. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Regio-IT beispielsweise diese Konfiguration als Dienstleistung leistet, um dann eben beispielsweise nicht nur Widgets zur Verfügung zu stellen, sondern sie eben auch für Sie zu konfigurieren. Und zwischendrin ist jegliche Mischform möglich. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo man beispielsweise auch mit einer Hilfe starten kann von unserer Seite und dann mehr und mehr auch eigene Aktivitäten übernimmt. Weil das hat man ja gerade eben auch in dem Beispiel gesehen, in den Beispielen gesehen, die Nils Gergen gezeigt hat, wenn es wichtig ist, beispielsweise auf so einer Stele dann mal neue Daten zu visualisieren, ist es natürlich auch interessant, wenn eine Kommune dann auch selber einen direkten Zugriff hat, um beispielsweise selber zu sagen, ich möchte jetzt in diesem Dashboard gerade, habe ich eine andere Priorität, da möchte ich jetzt gern mal einen anderen Datensatz eben schnell darstellen. Und das ist dann natürlich jederzeit möglich. Zusammenfassend würde ich hier gern darauf eingehen, in welcher Form wir Sie in der Themenwelt urbane Datenplattform und Dashboards unterstützen können. Ich habe hier für Sie auch die Kontakte. Jasmin Babar hat diese Thematik bei sich im Center. Also gerne können Sie sich an Sie wenden oder an unseren Produktmanager Florian Mayer. Und was dann möglich ist, also wir haben einerseits eine Lösung, eben eine kommerzielle Lösung für eine urbane Datenplattform, die wir dann bereitstellen. Wichtig ist eben natürlich auch, wie diese urbane Datenplattform dann in Ihre IT-Umgebung eingebunden wird. Es gibt natürlich viele Konnektoren, über die man entsprechend Daten anbindet. Auch das ist natürlich eine wichtige Thematik, die gemeinsam gelöst werden muss. Auf die Dashboard-Thematik bin ich eingegangen. Das können Sie entweder im Self-Service oder eben von uns konfiguriert, können Sie quasi Dashboards erhalten. Und generell, und das ist auch was, was man durchaus auch an den Anfang stellen kann, beraten wir Sie gern, was jetzt Konzeption und Umsetzung von Anwendungsfällen betrifft, weil oft beginnt es eben damit, dass eine Kommune sich erstmal überlegt, was sind denn meine Smart City Use Cases, was sind meine Smart City Anwendungsfelder, die ich gern als erstes mal angehen werde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Peter für den Vortrag zum Thema Datenplattform und Dashboards. Spannend. Auch dieses komplexe Thema an einem Beispiel wie einer Ladesäule mal darzustellen, bis hin zum Dashboard, wo man dann das Endergebnis sieht.
Eine Frage dazu, wie ist es denn, wenn man jetzt aus verschiedenen Bereichen, nehmen wir mal Verkehr, Energie, Umwelt, Daten miteinander kombiniert und wie kann man die visualisieren? Also das ist eben gerade im Grunde genommen der starke Punkt der urbanen Datenplattform, dass sie eben verschiedene Bereiche zusammenbringen, um dann eben Daten aus verschiedenen Bereichen eben zu visualisieren. Da ist eben diese Vernetzung der Daten sehr wichtig, dass ich eben die Daten miteinander in Bezug nehme. Oft sind da beispielsweise Geoinformationssysteme dann eine gute Referenz, weil ich quasi eine gewisse Dateneigenschaft quasi dann kombiniert darstellen möchte. Und um das dann quasi dann auch in der Kartendarstellung darzustellen. Heute früh wurde beispielsweise von der Dina Franzen-Baustenbach das COMIT-Projekt erwähnt, wo wir jetzt mit der Stadt Aachen und auch mit der Regionetz zum Beispiel gemeinsam arbeiten. Und da geht es um die Verknüpfung der Themen Baustellenmanagement und Verkehr. Und das sind dann beispielsweise ja schon verschiedene Themen, die man miteinander verbindet, wo man dann eben einerseits Baustellendaten visualisiert, aber auf der anderen Seite dann eben auch Verkehrsflussdaten visualisiert, teilweise dann eben auch noch Simulationen macht und da quasi dann verschiedene Themenbereiche quasi kombiniert auf Basis eben einer urbanen Datenplattform darstellt. Wir sprechen ja dann über Echtzeitdaten, ne? Das sind je nachdem, also klar, eine Baustellendaten ist im Grunde genommen auch, sollte auch ein Echtzeitdatum sein, dass man natürlich dann jederzeit auch aktualisierte Daten hat, wenn die Baustelle dann nicht mehr da ist. Es gibt da auch schon sehr fortgeschrittene Lösungen, auch IoT-Lösungen, wo eine sich örtlich verlegende Baustelle dann automatisch getrackt wird zum Beispiel. Also da tut sich auch sehr viel. Aber dann Echtzeitdaten sind beispielsweise dann natürlich auch die Verkehrsflussdaten, ja. Und dann kann man halt auch schnell Entscheidungen treffen und reagieren, wenn man die Daten genau. In Echtzeit vorliegen hat. Genau, man kann Entscheidungen treffen, weil man eben sieht und man kann eben auch beispielsweise auf Basis dieser Daten dann auch durchaus auch mit KI zum Beispiel Simulationen durchführen und sich überlegen, wenn ich die eine Baustelle hier habe und die andere Baustelle dort, ist das vielleicht zeitgleich so günstig oder wirkt sich das vielleicht dann nochmal verschlechternd auf den Verkehrsfluss aus. Ja. Also Simulationen sozusagen. Ja. Ja, interessant. Du hast gesagt, es ist Open-Source-Elemente nutzt ihr. Wie stark ist da die Gesamtlösung der RegioIT Open-Source? Also wir sind eben bei der Auswahl der urbanen Datenplattform, die wir anbieten wollen, ist es für uns eigentlich sehr wichtig, Open-Source-Elemente zu nutzen. Deswegen suchen wir eigentlich nach Lösungen, die dann auch komplett Open-Source sind. Und das hat zwei Gründe. Einerseits hat Open Source oft einen Kostenvorteil und andererseits sind auch viele unserer Kunden kommen auch mit einer Förderlandschaft, wo es von vornherein eben auch für die Kommunen schon eine Grundvoraussetzung ist, dass die Lösung, die sie wählen, auf jeden Fall auch eine Open Source Lösung ist. Mhm. Perfekt. Ich glaube, du hattest auch gesagt, man kann auch mit einzelnen Themen anfangen. Ne? Ein einzelner Use Case ist auch möglich. Man muss nur anfangen. Ne? Wie sollte so eine Kommune vorgehen, wenn sie einen einzelnen Use Case Fall hat? Ja, also es ist eben man kann auch mal mit einem einzelnen Use Case starten und sehr oft ist das, glaube ich, auch sehr sinnvoll, weil der einzelne Use Case dann konkret gleich ein Ergebnis liefert und man dann auch was hat, was für Bürgerinnen und Bürger sichtbar ist. Und da kann man beispielsweise auch einfach mal nur einen Use Case darstellen und beispielsweise durchaus auch eine urbane Datenplattform nutzen, die vielleicht bei uns zentral gehostet ist, weil man einfach jetzt vielleicht sagt, ich will jetzt nicht gleich den Schritt gehen zu einer kompletten urbanen Datenplattform, die ich jetzt für mich selber habe, weil ich jetzt erstmal nur einen Use Case habe. Das heißt, in dem Fall kann man sagen, man will vielleicht eine Dashboard-Lösung für einen Use Case. Und kann dann eben, wenn über die Zeit mehr und mehr Use Cases hinzukommen, das dann zu einer eigenen Datenplattformslösung ausbauen. Also da gibt es auch die Möglichkeiten, quasi klein zu starten und dann je nach Bedarf der Kommune entsprechend zu wachsen. Skalierbar sozusagen. Genau. Die Skalierbarkeit ist ja sehr wichtig, weil ich glaube, jede Kommune ist da anders, was jetzt die Priorität von Use Cases betrifft, auch was natürlich die Vorhandensein von Budget betrifft. Das heißt, man muss da eben einen ganz individuellen Weg gehen,
der dann zur Kommune passt. Ja. Nehmen wir zum Schluss nochmal den Begriff digitaler Zwilling einer Kommune. Haben wir da jetzt einen oder gibt es mehrere, je nach Themengebiet? Also im Grunde genommen, ich habe da vorhin schon mal den Begriff des digitalen Fachzwillings verwendet. Das ist eigentlich der Begriff, den ich ein bisschen klarer finde, weil man im Grunde genommen, wenn man dann in der urbanen Datenplattform ja einen Datenschatz hat aus verschiedenen Anwendungsthemen, kann man jeweils für verschiedene Themen quasi Fachzwillinge ableiten. Also ich kann einen Fachzwilling des Wärmenetzes ableiten. Ich kann einen Fachzwilling mit einer Verkehrsthematik ableiten für beispielsweise Straßensysteme und Verkehrsflüsse. Ich kann für Klimaschutzmaßnahmen spezielle Fachzwillinge ableiten. Das heißt, digitaler Zwilling ist eigentlich, wenn man es allgemein sieht, ein Großbegriff für all die Daten, die ich habe. Aber jeweilig will ich visualisieren, würde ich dann einzelne Fachzwillinge im Grunde genommen. Gut, Peter, herzlichen Dank. Wenn Austausch gewünscht, du und dein Team stehen immer bereit. Sehr gerne.